So, weiter geht's mit Resident Evil 7. Ich wollte jetzt schon 4 sagen, wegen 4. Folge. Resident Evil 7. Es hängt gerade. Oh Gott. Wieso hängt es gerade? Aufnahme. Ich hab doch sonst keinen Hänger gehabt. Mein PC lädt gerade ziemlich heftig. Ich hoffe. Ist. Oh, läuft meine Festplatte voll. Jetzt das Spiel neu, dann mache ich die Aufnahme neu. Alter, der denkt gerade extrem. Ah, ich glaub's. Nee, da nicht. Ich glaube, ich starte das Spiel mal neu. Das hängt mir gerade, glaube ich, ein bisschen zu sehr. Na, ah, jetzt geht's. Da haben wir wieder eine antike Münze. Warum kriegen wir antike Münzen? Wofür sind die gut? Wofür sollen die gut sein? Ah, ich glaube, jetzt hat er sich beruhigt. Jetzt geht's. Was? Ne? Okay, ich habe gedacht, da wäre was zum Aufheben. Ich guck nochmal hier hinten schnell. Hier vielleicht noch was zum Mitnehmen. Was hier? Alter, immer wenn ich hier hingehe, denk, wieso? Ja, geh mal da weg. Dann sollte er sich beruhigen. Also es würde mich nicht gleich wundern, wenn der von oben durchgreift. Was steht da? Ja, wahrscheinlich so, ja, Thermal irgendwas. Alles hier nur so mit einer. Ja, wie soll ich sagen? Überklebt, dass das wie eine Mauer aussieht. Ist aber alles ziemlich billig gebaut. Das sieht so aus, ne? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Boah, der kommt doch gleich schon wieder, der Wichser. Alter, jetzt sag ich, wir haben die ganze Zeit so ein Vier, Mann. Jetzt fängt es hier schon wieder an zu hängen. Können wir speichern, ja gut. Es nervt, dass es gerade hängt. Karte des Haupthauses, sehr schön. Ja, sehr schön. Die miefen furchtbar. Ja, glaube ich, da glaube ich aufs Wort. Es wurden neue Effekte hinzugefügt. Versorgungskiste, Verteidigungsmünze. Verteidigungsmünze? Versorgungskiste, Instinktmünze? Eine alte Gedenkmünze, Flur. Diese soll eine besondere Auswirkung haben. Diese hier schärft Kampfinstinkte. Eine alte Gedenkmünze. Einmal rüber. Brauchen wir gerade nicht. Gucken, Verteidigungsmünze. Besondere Auswirkungen haben, die sie hier macht den Körper. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mal mit. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mal mit. Mal kurz gucken. Was soll hier drin sein? Öffnen. Oh. Ich hoffe, er kommt jetzt gleich nicht hier zu mir. Weil ich will hier nämlich noch in Ruhe. Weg. Ah ne, warte, behalten wir. Ich wollte gucken, was alles drin ist. Das können wir auf jeden Fall sehr gut brauchen. Aber Schrotpatronen brauchen wir gerade nicht. Ist da noch was drin? Hallo? Ach so, ja. Nee. Ich kann ja auch nicht irgendwie noch weiter benutzen. Ja gut, dann geht die wieder raus. Kann ich von hier aus nicht benutzen. Ja, ich bin immer wegen, weil ich wegen, weil da eine Maus drauf ist, denke ich immer, das ist schon angeklickt.
Ein starkes Heilmittel. Stellt die Gesundheit vollständig wieder her. Stellt die Gesundheit teilweise wieder her. Kombinieren mit. Okay, kann ich nicht damit kombinieren. Weil früher konnte man ja die Kräuter mit anderen Kräutern verbinden. Und das ergab ein größeres. So, mehr brauchen wir aber gerade auch nicht hier. Das haben wir dabei, das haben wir dabei. Muss ich halt einsetzen? Ne, ich glaube, sobald, solange es hier ausgerüstet ist, ist okay, ne? Ah, so. So. Und jetzt kann ich nicht auswählen. Ich gehe mal davon aus, dass es ausgerüstet ist. Was? Flüssig Chemikalie. Ach, hier. Ach, der kombiniert automatisch Kraut und Chemikalien miteinander. Dann hier drüber und stellt mir. Ah. Alles klar. So läuft der Hase also. Mal gucken, dann speichern wir noch einmal schnell. Ganz schnell einmal speichern. Mal. Darunter wollen wir jetzt gerade nicht mehr. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, da. Oh, ein Dietrich. Kann man immer gebrauchen. Hallo? Hallo? Wer ist am Telefon? Niemand. Scheiße. Es gibt hier in diesem Raum gerade nichts mehr, was wir tun können. Ich starte mal eben das Spiel noch. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, es läuft jetzt alles ein bisschen flüssiger. Ich hoffe es doch sehr. Den Dietrich hat man jetzt gerade noch nicht hier rausgenommen, ne? Haben wir noch nicht rausgenommen gehabt, bevor ich gespeichert habe. Okay. Aber sonst haben wir alles dabei, ne? Münze ausgerüstet, ja, ist alles. Jetzt läuft's wieder. Ich muss nur einmal neu starten. Aus welchem Grund auch immer. Jetzt bin ich hier. Wieso? So, stimmt's? Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Vielleicht gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Ja, ich nicht verlieren soll, war mir klar. Reizendes Mädchen. Ja, sehr. Unheimlich. Gefällt mir. Die Oma ist hier weg. Ich frage mich jetzt gerade, worunter ich soll. Das kann immer. Nee. Kann ich immer noch nicht öffnen. Ich habe hier gerade massive FPS-Probleme. Aber ganz massiv. Hier vorne wahrscheinlich die antiken Münzen, ne? Oder? Ich glaube, hier brauche ich die antiken Münzen. Ach nee. Da fehlt der Brustkorb und so. Ah, so sahen sie mal. Das verrückte Ehepaar von vorhin, ja, genau. Aber. Hier. Wer ist das? Wieso
sollte vielleicht nicht direkt über die Grafikkarte aufnehmen. Sollte, glaube ich, in Zukunft über die CPU aufnehmen. Und meine CPU. Hä? Ja, bitte? Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Vielleicht gerade auch noch nicht so weit. Jetzt krieg ich die Türen auf. Ich muss gleich echt mal bei OBS einstellen, dass das über die Grafikkarte gerendert wird. Sehr schön. Wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Stopp. Das Tor aufmachen! Was Stopp. Machen Sie da? Na. Halt die Fresse! Fuck. Alter! Alter, was läuft bei dem falsch? Hast du denn schon Spaß? Oh fuck! Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich! Scheiße, ich hab keine Munition mehr! Fuck it! Na toll! Ich glaube, ich muss ihn dazu kriegen, die Story aufzumachen, ne? Kann das sein? Oh, fuck. Alter, was läuft bei dem falsch? Wow, 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 wow. Fuck.
komm schon. Komm, komm. Fuck it, Alter. Wow. Sonst machen. Upsa. Hä? Wow. Oh, geht doch. Upsa. Der lebt ja immer noch. Oh Junge, schau, was du angestellt hast. Scheißkerl. Alter, chill dein Leben. Alter. Alter Finne. Das ist... Also ganz ehrlich, das ist nicht normal hier. Und der lebt auch noch zu 100%. Ups, verdammt. Oh, mein Bein schläft ein. Mein Bein schläft. Da ist auch nichts mehr. Oh, toll, das Auto ist auch hinüber. Ich wusste es. Scheiße! Endlich tot? Ich hoffe es doch. Wunderbares? Komm. Hä? Was wunderbar? Da weiß ich gerade. Da ist das Ding, was wir brauchen. Ja. Wir brauchen ja das Ding. So, jetzt können wir nämlich da hinten die Tür nämlich endlich aufmachen. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass er noch schon tot ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, der steht gleich wieder auf. Tür öffnen. Schlecht. Ich weiß nicht wie. Scheiße. Gab es denn hier oben eine Möglichkeit, die ich übersehen habe? Mal kurz gucken. Jetzt schaue ich mich immer genau um, aber jetzt gerade. So geht's natürlich auch, ne? So kann man sich auch einen Weg durchbahnen. Aber dann kommt gleich noch der, ich sag mal, Sohn dazu. Die Mutter lebt ja auch noch. Die kommen gleich alle noch auf uns zu. Ich habe für den Juden gerade meine ganze Munition verballert, ey. Ich könnte mich gerade ein bisschen ärgern, deswegen. Hier drauf ist nichts, was wir machen könnten, ne? Ne. Okay. Hier drauf irgendwas. Ach, warte mal. Lukas. Von 2013. Das Spiel spielt 2014. Also muss es in den letzten 4 Jahren passiert sein. Jack und... Margarets 25. Hochzeitstag. Okay. Sehr merkwürdiges Ehepaar. Sehr merkwürdig.
vertraut. Schieß auf mich, schieß auf mich! Da ist doch jemand ziemlich kaputt in der Bier, ne? Was habe ich denn da gerade genommen? Schießpulver. Nice. Schon wieder eine antike Münze. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Ihr Daddy? Okay, dafür brauchen wir 3 Hundeköpfe. Severus. Wer gibt das dann? Herrn Dietrich kann ich ihn nicht verwenden, ne? Das passt nicht zu diesem Schloss. Dietrich passt zu allen. Okay, für da hinten. Kann man benutzen. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärt gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Miss Midkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und Nichtsesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. In 2 Jahren, 2016, es könnte hinhauen, weil diese ominöse Person da gerade, die Frau am Telefon hat gesagt, vor 4 Jahren war er erstmal. Das heißt, vor 2013 muss er sich verändert haben. Und seit 2 Jahren werden Personen vermisst. Also seit 2014. Das kommt also hin, dass diese Familie was damit zu tun hat für diese mysteriösen Verschwinden. Es passt wie die Faust aufs Auge von den Zeitpunkten her. Hier müssen wir irgendwas draufstecken. Wir haben Schrotpatronen bekommen. Jäger der Lüfte. What? Das Gemälde zeigt einen Hund, der bellend aufschaut. Da sieht so aus, als ob da was rein muss. Da gehen wir jetzt gleich mal eben kurz ein Pendel aufhängen. Flüssige Chemie, nicht genug Platz. Ja, komm, das kann weg. Wir haben Autoschlüssel immer noch. Zwei haben wir jetzt bekommen. Das ist viel. Warte mal, wir haben einen Autoschlüssel. Der passt wahrscheinlich aber auch nicht hier rein, ne? Der Autoschlüssel. Nein, war klar. Aber wieso haben wir denn noch den Autoschlüssel? Das leuchtet mir gerade mal nicht ganz so ein. Dann gehen wir mal hin. Ich glaube, da hinten gehört das Bild hin. Ja, danke. Ja, ich mache jetzt noch 5 Minuten diese Aufnahme. 5 Minuten, 22. Ja, kommt hin ungefähr. 5 Minuten. Ich weiß nicht, warum der gerade jetzt einen Nachladehänger hat. Das leuchtet mir gerade nicht ganz ein. Dann werde ich mal nämlich auch die Aufnahme auf meine auf meine CPU umleiten. Dazu muss ich ja die Aufnahme neu starten. Da haben wir schon mal einen Hundekopf. Sehr schön. Ein Hundekopf haben wir schon mal. Von 3. Den können wir direkt auch einsetzen, dann weil das nämlich nicht erst im Inventar rumliegen.
Diese Tür knarzt aber auch, ey. Halleluja. So. Der mittlere ist schon mal vorhanden. So. Jetzt gucken wir doch mal, wie wir hier weiterkommen. Nach oben gehe ich glatt. Ach, da ist nur ein bisschen abgebröckelt da. Ich muss irgendwas anderes bei dem reinlegen, was schwer genug ist. Aber ich hab nix. Ich brauche erst irgendwas anderes. Irgendwas anderes, was ich hier reinlegen kann, was schwer genug ist. Damit ich das nämlich dann ausgleichen kann. Und wir brauchen ein großes Inventar. Mein Inventar ist voll. So. Das ist wie ein Bild. Die haben wir auf Hund schon mal gesehen, da auf der Evelyn. Warte mal, das Bild war vorhin durchgestrichen. Und die haben noch eine Tochter. Ist das Evelyn, der wir hier, die uns ständig kommuniziert, mit Telefon? Könnte das möglich sein? Passt nicht zu diesem Schloss, ja, war mir klar. Kann man nicht zerstören, schade eigentlich. Ja, sein können, dass da irgendwas drin ist. Da ist schon wieder die Oma. Ich habe nichts Gutes. Hallo Oma. Kann ich nicht angreifen, schade. Ich finde das geil, wie er... Wie kommen wir jetzt hier weiter? Das ist die Frau. Dein Mann ist leider tot. Aber ich glaube nicht, dass er noch... Ich glaube nicht, dass er tot ist. Es sah zwar so aus, aber ich glaube es nicht. Vielleicht ist es... Hobby des Vaters oder vielleicht des Sohnes. Könnte auch den Sohn... Nein... Hier passt auch nicht der Dietrich, ne? Nein. Autoschlüssel wird wahrscheinlich auch nicht passen. Warum sollte auch ein Autoschlüssel da reinpassen? Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ey. Da ist schon wieder ein Videorekorder. Mach die Tür zu. Billard! Ups. Ich könnte jetzt auch so lang probieren, bis ich einen einloche. Und Stoß. Und Stoß. Und Stoß. Okay, ich glaube, da werde ich nicht hinkriegen. Was das für ein Erfolg gibt, da ist auch schon wieder zu. Diese Flinte ist... Da ist auch eine Flinte. Da ist schon wieder eine antike Münze. Wofür die ganzen antiken Münzen? Gibt es dafür einen Erfolg? Wenn wir alle... Warte mal, ich weiß, dass es Erfolge gibt hier. Für bestimmte Sammelobjekte sammeln. Sind da die antiken Münzen? Ich glaube, da gehört auch zum Erfolg, alle Dinger davon zu zerstören, ne? Die sind mir jetzt schon öfters aufgefallen. Die sind hier immer so ein bisschen verteilt gewesen. Ja, die Videokassette haben wir jetzt gerade nicht dabei. Brauche ich eine andere hierfür? Das könnte natürlich auch sein. Da war doch gerade was. Da haben wir eine... Mia? Wieso Mia?
mal den nächsten Hundekopf. Schießpulver. Wofür brauchen wir denn Schießpulver? Können wir damit unsere eigene Munition zusammenstellen? Warte mal, ich guck mal kurz. Kombinieren, da. Schießpulver plus Chemikalie. Können wir unser eigenes Schießpulver, ja. Oder zumindest eigene Munition. Nicht schlecht. Gucken wir da mal rein. Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. So, wie es dann weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge, in der 5. Genau. So, bis dahin. Tschüss. Und habt eine ruhige Nacht.